Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute zu Besuch Emir, Talk is Cheap, unser Bodybuilding Open Nachwuchs. Und ja, wir sind das erste Mal jetzt aufeinander getroffen, haben uns mal so unterhalten, haben gestern auf Emirs Kanal ein Video gedreht, deswegen unbedingt Emirs Kanal mal abchecken, ist hier unten drunter verlinkt. Und ja, haben gedacht, wenn wir uns schon mal treffen, Emir ist ja auch so eine Training-Kampfsau. Vor einem Jahr hätte ich gesagt, das ist eher so ein wildes Zucken, was du da machst. Aber mittlerweile hast du dein Training auch revolutioniert. Genau. Und ich glaube, gestern hast du gemerkt, im Rückentraining mit Ansteuerung und so kann man auch schon richtig intensiv trainieren. So, ne? Auf jeden Fall. Also gestern war ein spezielles Rückentraining für mich, wie ihr das bei mir im Video sehen könnt. Und ich muss sagen, also es ist schon anders. Also wenn man sich darauf konzentriert und wirklich nur auf einen sauberen Bewegungsradius guckt, ohne dass man jetzt so, wie ich das normalerweise mache, packen und einfach ziehen, sondern wirklich, dass man sich hundertprozentig auf den Muskel konzentriert. Gestern war Lat fokussiert und es war schon was Gutes und habe auf jeden Fall schon Muskelkater. Sehr cool. Gut, heute gibt es gar nicht viel Gelaber. Crank Pump Pro ist Pre-Workout Intus. Ich bin 3 Weeks out und du musst mich schön pushen. Auf jeden Fall. Und ich baue dir ein paar schöne dicke Beine. Kriegen wir hin. Also Schnauze halten, let's go. Erste Übung ist immer Adduktoren. Mache ich immer so, in jedem Beintraining fange ich mit Adduktoren an. Die aber auch richtig, richtig schwer. Ich habe das Gefühl, wenn ich dann Beine trainiere, dass ich irgendwie den Schwung besser treffe und bekomme, ist einfach so ein reines Gefühlssache. Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die kann man jetzt so gut erklären. Muss man einfach fühlen. Ich gucke am besten auf meine Technik, wenn ich hier in die Maschine reinkrabbel. Wenn wir gleich schwerer machen, dann wird das ein bisschen tricky. Also so und dann reinrutschen und so zusammendrücken. Kannst du auch einen Spagat? Nee. Ich war mal dran, das zu üben, hab da wieder keinen Bock gehabt. Was ich vielleicht noch mache in der Prep, dass ich dann noch mehr Detailarbeit mache, gerade auch für die Glutes oder sowas, dass ich so in der Prep baue ich dann so Hip Thrust mit ein und dann so Split Squats, also Ausfallschritte und so. Das mache ich in der Aufbauphase nicht ganz so akribisch. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich mehr in Shape komme und je mehr ich von meinen Muskeln sehe, desto mehr kann ich mich reindenken, detailgetreuer trainieren. Auch beispielsweise im Bizeps-Training, Off-Season einfach Bizeps-Curls. Und in der Vorbereitung mache ich dann auch so für ein Brachialis und Untergriff und Obergriff. Und streck beim nächsten Satz die Beine mal aus. Dann machst du die Adduktoren ein bisschen länger und kannst sie noch tiefer trainieren. Das ist aber anstrengender dann, ne? Ja. Deutlich. Die geilsten Adduktorenmaschinen sind so die alten Nautilus, wo du so ein bisschen drauflegst. Liegst wie am Gynäkologenstuhl. Kim, es ist jetzt nicht so, er macht es komplett anders letztlich. Das heißt, wo ich zum Beispiel 10 Sätze machen würde, wo ich einfach nur stumpf ziehe, wärmt sich Tim auf, macht dann 2, 3 Aufwärmsätze und dann macht er 2 Sätze all in sozusagen und sehr präzise Sätze, also nicht, also sehr gezielte Muskeln, zum Beispiel den Lat. 2 wirklich fette Sätze bis zum kompletten Versagen und dann geht's weiter. Und ich hätte da vielleicht 4, 5, 6 Sätze gemacht und hätte einfach, wie man so schön sagt, oder wie Tim sagt, rumgerissen wie so ein Wilder oder rumgezuckt. Und deswegen, das war was Neues, eine gute Erfahrung. Und also ich denke, ich lerne dadurch. Und besonders das mit dem Lat-Fokus hat mir gestern gezeigt, dass ich da jetzt nicht 10 Sätze machen muss, um den Lat komplett auseinanderzunehmen, sondern wirklich 2 intensive Sätze, wo ich den Muskel zu 100% spüre. Mach wie so eine Banane auf der Maschine, genau. Oberkörper extrem hochgehen, ja genau. Bleibt der Arsch viel mehr unten. Ja. Und du triffst den Fliegen, ja. Ja, voll. Mach jetzt so 3 Warm-Up-Sets, dann machen wir All-In Back-Off. Okay. Aber bis in Get-No. Unterschied bei meinen Warm-Up-Sets nach diesem HIIT-Prinzip und anderen Warm-Up-Sets. Viele machen diese Warm-Up-Sets immer nur so 2, 3 Wiederholungen, 4 Wiederholungen, um sich so ranzutasten. Und
Ich mache auch bei den Warm-Ups jetzt schon 6 bis 10 Wiederholungen, weil ich denke, wenn ich einmal dran liege, dann kann ich es auch zu Ende machen. Das wären für manche schon richtige Sätze, aber für mich ist es im Kopf, das zählt nicht, das ist nur Warm-Up. Ja. Okay. Also ich mache trotzdem, auch wenn es Warm-Up ist, 10 Wiederholungen. Manchmal mache ich es so, dass wenn ich jetzt schwerer werde, dass ich dann den Warm-Up-Satz erst leicht 10 mache, dann mache ich einen 8er, dann mache ich einen 6er, nochmal einen 3er und dann All-In. Ne? Es geht halt darum, um im Warm-Up keinen Pulver zu verschießen und 100% Pulver in der Hauptübung zu haben. Okay, jetzt letzte Warm-Up-Set. Den mache ich jetzt zum Beispiel nur 5, 6, um mich ranzutasten und danach geht's Vollgas in die Schnauze. Du hilfst mir oben bis rein. Okay. Unten brauche ich nicht so viel Hilfe, aber oben bis rein und dann Hände weg. Okay. Sonst werde ich aggressiv. Okay, verstehe ich. Und das Arschloch da vorne, der Aufkleber, das dient zur Motivation. Aber nicht den Finger reinstecken, Tim. Hier. Schön an der Puberze rumspielen. Okay. Okay, komm. Let's go. Ich warte auf dein Kommando. Und rein, komm, 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 komm. Jawohl. Und rein. Anspannen. Jawohl. Komm, Tim. Komm, 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 komm. Fuck! Rein. Jawohl. Sehr schön. War gut. Super. Schaffe ich das? Ja, klar. Aber konzentrier dich. Bieg dich hoch wie eine Banane. Und die Negative schön langsam. Denk ans Gummiband. Mhm. Du ziehst das Gummiband lang. Komm, Umar Radzic. Geil. 2. Banane hochbiegen. Komm. Schön aus dem Beuger. 3. Super. Guck mal, wie der zieht. Ich seh's bis hier. Geil. Ja. Komm jetzt. Komm jetzt, dicke Beine. Ja. Komm, Emir. Ja. Geil. 2 noch, 2 noch. 2 noch, komm. Ja, Junge, komm. Let's go. Gummiband, ja. Und letzten. Und letzten, kämpf jetzt, kämpf jetzt, kämpf jetzt, kämpf jetzt, halt fest, halt gegen, ja, super, geil, der war gut, uiuiui, super Tim, geil, es gibt verschiedene Herangehensweisen beim Backoff, entweder, also die meisten, auch die meisten Amis trainieren All-In und Backoff. All-In heißt 6 bis 9 Wiederholungen und schweres Gewicht. Und Backoff ist dann 20% leichteres Gewicht, aber 20% mehr Wiederholung. Der Backoff, der fickt einen meistens mehr als der All-In. Und wir machen den Backoff heute als Dropsatz. Okay. Das heißt, wir nehmen das gleiche Gewicht, aber droppen. Okay. Und Ziel ist es, Muskelversagen. Eigentlich kann man sich immer nur merken, Muskelversagen. Ja. Denke ich auch, das ist das Wichtigste. Ja. Wenn du versagen gehst, immer kannst du nichts falsch machen. Wenn nichts mehr geht, geht nichts mehr. Genau. Und da gibt es auch kein festgeschriebenes Gesetz, wie man das erreicht. Also ob man jetzt weniger Gewicht macht, macht mehr Wiederholungen in einer Gewichtsrange. Oder ob man droppt, da kann man machen, wie man Bock hat. Ja. Okay. Okay, Tim. 3 Wochen, Tim. 3 Wochen. Komm. Komm, Tim, komm. Und rein. Anspannen. Jawohl.
Spüren, Tim, spüren. Spann oben an, halb oben, eine halbe Sekunde. Komm, komm, komm. Und anspannen. Jawohl. Komm. Zwei noch. Zwei saubere noch. Zwei saubere noch. Anspannen. Jawohl. Letzter. Letzter, Tim, komm. Komm, 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 komm. Und anspannen. Jawohl. Weiter. Komm, da geht noch einer. Komm. Und anspannen. Ja, war gut. Sehr schön. Aber bei mir wäre es besser gewesen, wenn ich wirklich nach dem Prinzip gearbeitet hätte, weniger Gewicht von Anfang an. Weil ich habe mit dem schweren Gewicht kaum einen geschafft. Lag aber daran, dass der All-In wirklich sehr, sehr gut war. Also ist ein gutes Zeichen. Mache ich dasselbe wie du oder mache ich eine Scheibe weniger? Was sagst du? Mach nur eine Zehner drauf, aber Full Stack, nur eine Zehner. Die Zehner hier fühlt sich an wie eine 20er bei mir. Die habe ich selbst gemacht. Deswegen bin ich so stark vielleicht. Die Scheibe habe ich selber gemacht. Ist alles selber gemacht? Mhm. Also 30er. Ich habe 30, 40, 50. 50er auch? Ja, auch so als Grundgewicht, weißt du? Für die Presse bestimmt. Sonst kriegst du die Krise bei der Beinpresse. Ja. Let's go. Okay. Eins. Geil. Zwei. Geil. Drei. Super. Vier. Fünf. Ja. Sechs. Ja. Rein damit. Super. Sieben. Ja. 8. Ja, geil. Mach die 10er runter. Und steck gleich auf 125 noch. Ja. Weiter geht's. 5 Stück. 5 Stück. 5. 1. 2. 3. 4. 5, komm, let's go. Ja! Okay, und auf 75 stecken. Und jetzt pumpst du nochmal. Komm. Jetzt mach den Emir, komm. Genau. Ja. Super. Ja. Als weiter. Als weiter. Komm jetzt. Super! Weiter, 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 komm! Gut, super! Sehr gut. Also, wir hatten jetzt zwei Warm-Up-Sätze und jetzt geht's all in. Geht in. Du gibst das Kommando, wenn ich helfen soll. Und rein, komm! Komm, Tim! Ein bisschen tiefer hochgehen lassen. Okay. Ah. Jawohl, das ging. Komm! Komm, 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 komm! Und rein, rein! Jawohl. Sehr schön. Was ganz wichtig ist da draußen für euch, die Übung ist abgeschlossen, wenn ihr wieder oben seid. Ich sehe das ganz oft, dass die denken, jetzt kommt der Letzte runter und dann geben die im Kopf schon auf, sagen fertig und lassen hochschnallen. Ja, ja. Nimmt jede Kraftbewegung mit bis zur letzten Sekunde. Also ich habe den Letzten gedacht, okay, jetzt endet, geht nicht mehr, aber gegenhalten, das ging noch. Ne? Negativ. Negativ geht immer eigentlich zum Schluss. Sollte. Und vernachlässige ich das leider zu oft. So,
So, okay. 10 Stück. All in. Alles, was geht. Muskelversagen. Interessiert mich ja nicht viel. Okay. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Jetzt. Sechs. Komm on. Ja. Bis unten hin. Komm nicht. Bis rein. Komm. Ja, Emir. Komm jetzt. Komm. Langsam, genau. Zwei noch. Zwei noch. Komm jetzt. Ja. Langsam hoch. Geil, Junge. Jetzt wachsen die Quads. Hopp! Und komm. Und komm. Und komm. Sehr gut. Komm, einer geht. Let's go, das will ich hören. Ab geht's. Ja! Super. Sehr gut. Komm rein. Komm. Komplett rein. Sehr schön. Hochgehen lassen, bitte. Komm, 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 komm. Rein. Jawohl. Komm, zwei noch. Zwei noch, zwei noch, zwei noch. Und rein. Jawohl. Letzter. Kommt hin. Und rein. Ich hab schon einen früher aufgehört. Ja, gut. Aber die Blöße gebe ich mir nicht. Gut. Romania Deadlift. Machst du das bei dir im Training? Mach ich aber in der Multipresse. Okay. Ist mir sicherer. Was hat das was? Für eine Sicherheit brauchst du dabei? Runder hoch. Multipresse geführt? Hast du da bei dir dabei? Als so? Als frei? Gehst du nur auf. Da hängt es auch auf. Bei Kniebeugen gehe ich mit darüber. Stabilisieren? Alter, die Stabilisation, die kommt aus deinem Beuger. Aber ich brauche das, sonst wackel ich zu sehr, damit ich nicht schieße. Ich habe Angst, dass ich mich verletze. Ja, da das ist wie Bankdrücken. Da verletzt dich nicht. Oder Kreuzheben, das mache ich Thema. Auch nicht gerne. Bankdrücken ist ein anderes Thema. Aber hierbei verletzt dich nicht. Höchstens verletzt dich, wenn du das im Oma-Rakic-Style machst. Diese Übung würde ich niemals, so wie ich sie sonst mache, niemals. Früher hätte ich vielleicht gemacht, vor zwei, drei Jahren, jetzt aber keine Chance. Wie wird dein Nachname genau ausgesprochen? Omeragic. Omeragic. Das ist ein Typ. Wenn man den trainieren sieht, ne, der macht Bankdrücken mit 200 Kilo. So richtig wilde Zuckungen, da reißt mir die Brust ab vom Zugucken. Und dann sagt der bei Romania Deadlift, das ist mir zu unsicher, wenn ich das frei mache. Das ist ja. Komm, Emir, let's go! Machst du engen Fußstand oder breit? So, wie du stehst. Boden berühren? Ja. Aber das ist scheiße, was du machst. Warum? Du wippst mit dem oberen Rücken. Du musst die Kraft einleiten, musst den Arsch nach hinten schieben, extrem nach hinten schieben. Und dann musst du hochziehen und den Arsch nach vorne ziehen. Und leicht in die Beuge. Du kannst die Beine leicht beugen, ja. Schieb den Arsch nach rechts nach hinten. So. Genau, aber die Beine nicht zu viel beugen. Okay. Jawohl. Schieb den Arsch schön nach hinten. Druck auf die Ferse, Druck auf den Beuger und auf den Arsch. Jawohl. Viele konzentrieren sich zu viel auf die Bewegung. Aber wir Bodybuilder, wir konzentrieren uns auf den Zielmuskel. Und danach richtet sich die Bewegung. Das heißt, im Latziehen konzentriere ich mich nicht aufs Runterziehen, sondern auf die Latansteuerung und die induziert das Runterziehen. Hierbei wollen wir Beuger trainieren. Das heißt, wir konzentrieren uns darauf, den Arsch nach hinten zu schieben, also die Hüfte, und die Kraft einzuleiten über den Beuger, indem wir die Hüfte vorziehen. Und der obere Rücken, der ist nur Deko. Let's go, come on. 8 Stück.
Arsch nach hinten schieben. Ganz eng an den Beinen runter. Genau. Jawohl. Jawohl. Super. Das sieht gut aus. Super. 80, 80, 160. Junge. Das ist natürlich schwer jetzt. Jetzt fängt's an. Komm, Konzentration und drauf da. Komm, Tim. Komm. Zieh. Komm. Letzter. Und noch einer. Jawohl. Stark. Sehr, sehr stark. Komm. Zieh. Jawohl. Sehr stark. Was macht 12, 13? Hab nicht gezählt. Uiuiuiui, ja. Ui, ui, ui. Ab geht's. Uiuiuiui. Ui, ui. Jawohl, der Arsch nach hinten. Ja, Druck auf den Boiler. Ja, schön runter langsam. Nett bouncen, schön runter langsam und dann die Spannung Außenbeuger aufbauen. Ja, Junge, komm! Komm, das wird nix. Scheiß mal da drauf. Runter, Spannung aufbauen. Und hoch. Super. Super. Hatte ich gerade Angst. Angst? Angst, tatsächlich. Ich habe eben über dich gelästert. Ehrlich? Ich habe gesagt, manchmal sehe ich deine Übung, wie du so zuckst an der Multipresse. Da reißt mir alles ab vom Zugucken. Und dann erzählst du mir, bei freien RDLs hast du Angst. Das ist die ehrlichste Übung, die es gibt auf der Welt. Du musst nur F gleich M mal G. Du musst nur quasi die Erdbeschleunigung überwinden. Trotzdem, ich habe Angst, dass Bumstead hat sich doch so verletzt. Damals. Bumstead hat sich auch in der Hackenschmidt verletzt. Letztes Jahr. Soll jetzt keiner mehr Hackenschmidt machen. Ist Bumstead jetzt das Verletzungsvorbild? Sehr sauber, Tim. Wahnsinn, top. Perfekte Ausführung. Sehr schön, Tim, komm. Komm. Komm, Tim, komm. Die zählen jetzt, komm. Jawohl. Komm, 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 und hoch. Guck dir das Video an. Schön Hüfte nach hinten schieben, komm. Arsch nach hinten. Ja. Stopp. Nicht so hoch. Nur so hoch, wie der Beuger zieht. Stopp. Stopp. Hüfte nach hinten. Arsch schön nach hinten, komm. Druck auf den Arsch dabei. Druck auf den Arsch. Ja. Knack die Nuss, komm. Ja. Komm jetzt. Ja, Emil! Geil! Super! Sehr gut. Sehr gut. Also wenn der Emil öfter zum Training kommt, muss ich hier noch so ein paar Siffungen installieren. So ein Kanalsystem oder die Eisenhöhle, damit der ganze Schweiß abläuft. Okay, drüben geht's weiter.
Boah. So, wir haben gerade Warm-up-Satz gemacht, 2 Stück. Hier an der Astro-Sport-Kniebeugemaschine. Und die mache ich schon seit Jahren. Ich finde, so an alle Mädchen da draußen oder an alle Freunde, die ihren Mädchen ihren Frauen Tipps geben wollen wegen Gluteus-Training. Ich finde, Ausfallschritte ist mit die beste Übung für den Gluteus. Aber ich sehe oft diese Ausfallschritte, wo die diesen Entenwalk machen, wo die so einmal links, einmal rechts, einmal links, einmal rechts. Ich finde es effektiver, wenn man 5 oder 10 links, 5 oder 10 rechts. Wir machen es jetzt im Style 5 links, 5 rechts, 5 links, 5 rechts. Also, dass man quasi auf einer Seite erstmal eine konstante Spannung gibt. Diesen Entenwalk oder diesen normalen Ausfallschritte mit Gewicht auf der Schulter, vielleicht draußen auf der Straße, so Ronnie Coleman-like, das kann man machen, mal ganz zum Schluss des Trainings, mache ich manchmal noch als allerletztes. Sehr gewöhnungsbedürftig. Ich mache sonst den Entenwalk, wie Tim sagt. Und ja, muss ich, denke ich, ein paar Mal machen, um das richtig drauf zu haben. Ich finde, der Film macht das auch schon echt schwer hier. Weil man bedenkt, es sind 10er drauf, eine 20er oder 25er und dann noch eine 20er. Das war schon bei über 100 Kilo. Und das finde ich schon stark. Also, der Tim hat echt Power. Und ich glaube, in der Offseason, wenn er richtig Essen hat, ist das nochmal ganz anders. Komm, Tim. Komm. Jawohl. So, ich mache natürlich nicht so viel. Dick. Klar machst du es so schwer. Willst du mich verarschen? Nein. Mach die drauf. Verletzt du mich? Nein. Halt dich fest vorne. Boah, ist das so. Schaff ich nicht. Schaffst du, komm. Schaff ich nicht. Schaffst du! Schön sauber. Ja. Super. Geil. Super. 500 Wechsel, ne? Genau. Schön vordere Bein ein bisschen zurück noch. Bisschen mehr nach innen. Genau. Und vordere Bein drückt. Komm. Trau dich, komm. Ja, passiert nichts. Ja, genau. Schön ziehen lassen. Passiert nichts. Da passiert nichts. Geil. Super jetzt. Bisschen zurück das Bein. Ja, und let's go. Komm, irgendwie muss die Scheiße ja wachsen. Super. Rein. Wieder. Arsch jetzt so weit zurück. Das ist ein Arsch unterm Gewicht. Let's go. Komm, Emil, komm. Mann oder Mädchen? Komm, Schneewittchen, komm! Super! Geil! Boah! Pfui! Huh. Komm, Tim. Ja.
Komm, Tim! Frag nicht so blöd. Klar kannst du Wasser nehmen. Mein Wasser ist dein Wasser. Dem Kameramann ist gerade aufgefallen, dass ich immer so eine Flucht Zwang habe und jetzt bei der Beinpresse komplett aus meinem Element bin, weil die komplett bunt beladen ist mit klein und groß und schwarz und Grillsilber. Ja. Also hier bei Abschlussübung, Beinpresse ist egal, ob die ein bisschen Disbalance aufgelegt hat. Abschlussübung ist Beinpresse. Hier eine, ich glaube, 40 Grad Beinpresse. Und wir machen das im Pitfall-Style. Das heißt, wir gehen runter, relativ tief. Emil sagt, das ist mir zu tief. Ich sage, das ist nicht zu tief. Wir legen komplett ab unten und bauen dann die Spannung so langsam auf, bis sich das Gewicht wieder hochwärts bewegt. Also nicht auf einen Schlag, sondern Spannung aufbauen, Spannung aufbauen, Spannung aufbauen, bis sich das Gewicht bewegt und dann sauber hochdrücken, sauber runterlassen, sprich Einzelwiederholungen. Kommt hin! Komm! Kommt hin! Komm! Und noch, komm! Zwei noch, komm! Gib alles hin, komm! Hopp! Einer noch, komm! Ein sauberer noch, komm! Hopp! Jawohl! Halt die Schnauze jetzt! Wenn es dir nur 100 Mal einredest, schaffst du es auch nicht. Meine Güte, komm jetzt! Du Osterhase, komm, Schneewittchen! Talk ist schieb und heute alles um hier, komm! Gib Gas jetzt! Eins, zwei, let's go! Schön sauber runter, unten helfe ich dir, komm! Komm jetzt, komm! Sauber, runter! Du sollst unten anhalten! Setz ruhig ab unten! Dann atmest du durch und drückst schön die Luft raus und drückst das Gewicht hoch. Einatmen, absetzen und aufbauen! Ja! Geil! Absetzen! Hopp! Und aufbauen! Geil, Junge! Schön ziehen lassen runter. Ja, langsam. Ja, hopp und raus damit. Komm jetzt. Lass schön langsam ziehen unten. Komm. Oben nicht so lange verwarten. Anhalten kannst du unten. Und raus. 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 Und wieder runter. Langsam. Absetzen. Und raus. Komm. Und runter. Und einen noch. Einen noch. Runter jetzt. Komm jetzt. Ja. Absetzen. Hopp, raus. Tja. Alter, das macht mich aggressiv, sowas. Ich hab Angst, dass ich verletze. Hör auf damit jetzt. Mit deinen scheiß Zuckungen, die du da machst, verletzt dich. Mit sowas verletzt dich nicht. Runter, schön sauber. Unten absetzen. Konzentrier dich auf den Zielmuskel und drück langsam hoch. Da verletzt sich keine Sau. Keine Sau verletzt sich da.
Weißt du, was mir mal passiert ist? Da war ich 19. Habe ich mir das erste Mal vorgenommen, ich mache ein Brusttraining sauber. Erste Übung, Bankdrücken. Vierte Wiederholung. War nicht viel, 140. Ich sag dir gleich, woran es liegt. Zuck. Dann konnte ich erst mal 3 Wochen den Arm nicht hochheben. Und weißt du, woher es kam? Weil du in deinem Zucktraining, was du sonst immer machst, nie in diese Stretch-Phase gekommen bist. Und wo du dann mal sauber trainiert hast, hast du den Muskel mal in der Full Range trainiert und dann war der schon so verkürzt, dass es dann Zuck gemacht hat und dann hast du dich verletzt. Aber dass der Muskel gestretched wird, quasi diese Full Range of Motion, die man so schön sagt, das ist wichtig. Sehr wichtig. Und wenn du das immer machst und immer deinen Stil behältst mit dem sauber, schwer und schön, und dann kannst du auch mal abweichen und kannst sagen, heute mache ich auch mal schwer und falsch. Das ist egal, ne? Wie Bizeps Curls gestern, Vollgas. Aber ansonsten 80% schwer und schön, dann verletzt du dich auch nicht. Mhm. Ich meine, passieren kann immer mal was. Ne? Natürlich. Meistens aber bei dummen Dingen. Aber wenn du anfängst, mit schwerem Gewicht zu trainieren, immer so, in dieser Bewegungsrange, und dann sagst du, heute bin ich mal vernünftig, und geh mal bis runter, ja, platsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Braucht man sich halt nicht wundern. Dem ist alles brachial. Arme, Schultern, Brust, Beine, Waden, alles. Alter, Baby, du musst doch unbedingt nochmal zum Beintraining kommen. Quadrizeps. Ich glaube, dass du da trainingstechnisch was auf der Strecke lässt. Ja. Ich habe erst die Tage in meinem Athleten Beine trainiert. Der ist auch so voll Bodybuilding besessen. Mhm. Und der hat mir abends eine WhatsApp geschrieben. Da bin ich aus, ich werde dann so richtig aggressiv, weil einer sagt, oh nee, geht nicht. Und dann hat er mir abends WhatsApp geschrieben, oh, danke schön, die Klatsche habe ich gebraucht. So. Komm unbedingt zum Beintraining mal vorbei. Wir treffen uns. Weil bei Waden das Wichtigste ist, dass man unten in den vollen Stretch geht. Endkontraktion ist zwar auch wichtig, aber unten mehr Stretch. Und meiner Ansicht nach erreicht man den nur, wenn man Schuhe anhat. Weil der Ansatz höher ist. Nee, vom Feeling einfach. Das ist sonst unangenehm, wenn dich mit dem Fuß ballen, dann drückst du nur einen Ball nach unten. Ist nur so meine Erfahrung. Puh, ich bin echt tot, Mann. Waden im Cutler-Style. Jack Cutler, müsst ihr euch Videos anschauen, der hat auch immer so in so 2 Phasen gepumpt. Immer von unten bis hoch angehalten und so nochmal danach gewippt. Heute brennt alles bei dir, Tim. Geil. So soll es sein. Mach nochmal eine drauf, du hilfst mir dann? Ja. Ich kann mir nicht mal mehr selbst helfen. Okay, jetzt kommt der letzte Tipp für heute. Danach sind wir nämlich durch mit dem Training. Wenn ihr Waden trainiert und man trainiert Waden im Anschluss, dann trainiert ihr Waden im Anschluss. Und nicht so, ich mache heute Beine, ja und noch Waden. Weil wenn ich das schon so denke, und noch Waden,
dann mache ich das auch nur so und noch. Deswegen, Waden ist ein vollständiges Training. Mindestens 6 Sätze, mindestens. Auch da Dropsätze, wie auch immer, nehmt das ernst. Und gebt euch nicht damit zufrieden, so von wegen, wenn ihr schlechte Waden habt. Ja, ist Genetik. Klar ist Waden ein Muskel, wo die Genetik mehr entscheidet denn je. Aber ich würde mich gedanklich niemals damit zufrieden geben, das habe ich noch nie gemacht, wenn jemand sagt, ja, hast du nicht, ist halt Genetik. Früher haben sie mir gesagt, du wirst nie Schwung in die Beine kriegen und dicke Beine kriegen, hast du halt nicht. Und heute sind Beine mit einer Stärke, weil ich mich nicht zufrieden gebe. Ja, so viel Wort zum Sonntag. Vielleicht letzter Tipp, wenn es euch schwerfällt, im Anschluss zu trainieren, dann macht es halt eben vorher oder als eigenständiges Training, Waden, Bauch und Unterarme oder irgendwie sowas. In diesem Sinne, für uns gibt es gleich Post-Workout-Shake. Wir sind gleich durch. Wem das Video gefallen hat, schreibt gerne in die Kommentare. Macht einen Daumen hoch, checkt ein E-Mail ab, supportet ein E-Mail. Vielen, vielen Dank, wenn das Video gefallen hat. Dankeschön, vielen Dank. Freue ich mich natürlich über ein Abo und über einen Support. Beef bei esn.com kriegt ihr die besten Rabatte. Wir sind raus. Macht's gut, ciao.